die Sports Session, du siehst sie heute das erste Mal, bist gerade selber auch, hast gerade selbst persönlich probiert. Gib uns doch mal deinen Eindruck. Die Kinder finden es ganz toll und kann man eine Menge Spaß mit haben. Hättest du gedacht, dass diese Gamification mit den Sternen so bei denen ankommt, dass sie da wirklich mit gestreckten Armen von der Anlage kommen? Nee, also am Anfang waren sie ja ziemlich skeptisch und da sie direkt eine Auswertung haben und für sich selbst eine Einschätzung, wie schnell, wie dribbelstark und wie schnell sie da durchkommen, ist das für die Kinder hochinteressant und echt ein tolles Spiel. Im Heimatverein vom deutschen Dribbelmeister, der Neti. Ja. Erzähl mal, Kevin, hier bei dir in der Heimat bin ich mit der Sportstation und vor allen Dingen mit dem neuen Sternesystem. Gib uns doch mal dazu deinen Eindruck. Also es ist auf jeden Fall Wahnsinn. Ich freue mich erstmal, dass du hier bist, bei mir, in meiner Heimat, in meiner Umgebung, in meinem Dorf, bei meinem Verein. Und aber ich finde das Wahnsinn, wie das mit den Sternen funktioniert, mit diesen Ligen. Der Ausdruck kommt raus und sofort geht es dann, ich habe die Liga und wenn einer die schlechtere Liga hat, muss er sich sofort wieder anstellen und gleich weitermachen. Also die sind da angehalten, die Kinder sofort weiterzumachen, sofort nochmal durchzulaufen. Ich bin der Trainer hier, Detlef Wortleb, Mosbacher SV, trainiere also die erste Männermannschaft. Ah, cool. Ja, du hast gerade selber die Sportstation am eigenen Leib sozusagen persönlich kennengelernt. Wie ist denn dein Eindruck? Das ist nicht schlecht. Also kann man sich schon mal sehr gut betätigen da dran. Das ist schon ein Traum. Also das geht wirklich gut. Macht da Spaß.